know a lot of people that smile in my face, but talk behind my back every time I'm gone. So when they call my number, I'll never pick up. I don't owe you shit, bitch, leave me alone. I'm going big, suck my dick. 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 Too many niggas, not enough hoes. And some of you niggas acting like hoes. Stay to myself like Lola, don't get high by myself. I'm not. Jo Leute, was gab, Jobs hier bei Backcom Stadtwischen. Herzlich willkommen zum weiteren Gamecom Team hier auf meinem Anonymous Clan Channel. Und ja, Jungs, auf jeden Fall seht ihr heute die World's First Solo Triple Nuclear in Core auf der Konsole. Ist auf jeden Fall ohne massiges Gameplay. Schaut auf jeden Fall bei Jax vorbei. Ohne Scheiß, das Gameplay ist mega krass. Gönnt es euch auf jeden Fall und lasst bei ihm auf jeden Fall ein Abo da. Er ist kurz vor seinen 200 Abonnenten, also 50 Abonnenten oder so. Und wenn wir ja gestern bei Sorgs für das Gameplay schon die 39 Subs oder so voll gemacht haben zu seinen 600, können wir auf jeden Fall auch die 50 für Jax bei seinen 200 voll machen. Das ganze Gameplay ist auf Nuketown entstanden mit der VMP und wie gesagt, ist wirklich wunderbar sick, wie er gespielt hat und so weiter. Schaut bitte, bitte bei ihm vorbei. Das Gameplay ist nicht mehr normal und heute kommt auch mal ein Core-Gameplay, weil die ganze gemeint haben, wir haben keine Core-Gameplays, dies, das. Deswegen kommt heute ein Core-Gameplay, ein Easy Solo Triple Nuclear, die World's First auf Konsole und ja, Jungs. Und heute werden normalerweise die World's heißt ganz wie Solo in Domination gekommen, also in Core in den 90er, aber der liebe Resets hat das Gameplay leider nicht mehr im Kinomodus gefunden, aber trotzdem ist auf jeden Fall auch trotzdem ein krasses Gameplay, was heute kommt, wenn nicht sogar ein besseres Gameplay, weil eine Triple ist meiner Meinung nach schwerer als eine ganze Streak, weil man immer wieder auf Streak kommen muss und so weiter halt, ist ja selbstverständlich. Deswegen schaut wie gesagt bitte bei Jax vorbei und für das krasse Gameplay 180 bis 200 Likes wären wieder richtig fresh, Jungs. Da haben wir gestern auch die 200 Likes geschafft, auf jeden Fall richtig nice, danke an jeden von euch. Und das Ganze ist auch noch die erste Solo-Triple in Stellung, also weil die nicht in Herrschaft gespielt ist, es gibt ja nur, ich glaube, 1 oder 2 Instellungen von Maya und Creeper, aber die sind halt nicht Solo, deswegen ist es auch dort die erste Solo, aber allgemein auf Konsole ist die erste Solo-Triple in Core und deswegen wirklich ein krasses Gameplay. Und heute wollte ich mal über die ganzen Hardcore- und Ausländer-Gameplays, Hater reden und deswegen erstmal so, als kleine Info am Rande, wir haben nicht mal 30 Ausländer-Gameplays in über 120 Black Ops 3 Videos hochgeladen, deswegen verstehe ich erstmal den Grund nicht. Könnt ihr auch gerne alle nachzählen. Und wie gesagt, sowas finde ich halt, ich freue mich darüber über so Kommentare, weil ich finde es halt immer zum Lachen, weil jeder meint, wir hätten nur Ausländer-Gameplays, aber komischerweise sind von 120 Videos circa 90 oder noch mehr von deutschen Spielern, deswegen. Ja, keine Ahnung. Und morgen wird auf jeden Fall auch noch ein krasser MW3-Rekord kommen. Und mit dem Cynix auf jeden Fall auch ein richtig freshes Gameplay. Und am Dienstag wird auf jeden Fall auch wieder ein Armageddon-Gameplay Spawntrap kommen, was wirklich auch nochmal krass ist. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen. Ist meiner Meinung nach schwerer als die Penta, das zu erreichen. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und ja. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden, wie er zu Hardcore-Gameplays und so weiter steht. Deswegen. Die, wo halt nicht mögen, mögen es halt nicht und die, wo es mögen, mögen es halt, weil viele mögen es auch, hat man ja auch an den Kommentaren gesehen, aber ein paar mögen es halt nicht, ist ja auch ihre Meinung deswegen, aber wegen der Ausländer-Gamepist da, das finde ich einfach nur lustig, dass wir von über 120 Videos vielleicht 30 maximal von Ausländern haben, deswegen, da würde ich erstmal vorher nachschauen, wie viele es auch wirklich sind, bevor man sagt, wir hätten nur Ausländer-Gamepist und sowas. Überhaupt nicht stimmt, sieht man ja auch heute wieder eine Solo-Triple-Core von den Deutschen und deswegen, wie gesagt. Und ich wollte noch auch kurz was über das 3000 Abonnenten-Special sagen und zwar kommt es vielleicht nächste Woche Samstag, aber wir wissen es noch nicht, weil wir den Rapper nicht stressen wollen, dass der das in Ruhe machen kann. Deswegen chillt auf jeden Fall eure Eier, aber der Track wird auf jeden Fall kommen, das ist zu 100% safe. Deswegen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, dass der ein bisschen später kommt, weil es ist ja klar, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann, dass er auch ein bisschen Zeit braucht und nicht alles so hektisch machen will, ist eigentlich selbstverständlich meiner Meinung nach. Deswegen chillt auf jeden Fall eure Eier, der wird auf jeden Fall die Tage, Wochen kommen. Und da könnte ich auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen, weil wir haben schon im Clan so ein bisschen reingehört und da hört sich auf jeden Fall richtig nice an. Und ja, wie gesagt, das Abo-Special wird auf jeden Fall noch folgen. Und ich wollte auch noch fragen, ob wir so, keine Ahnung, Team-Challenges oder so auf dem Clan-Kanal sehen wollt, weil wir haben zwei, drei Team-Challenges aufgenommen. Wenn ihr die sehen wollt, könnte ich mir auf jeden Fall die Arbeit machen, die zusammencutten und so weiter. Deswegen schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare, ob wir auch so Sachen bringen sollen. Oder wie das Video von Fame mit den
DLC-Waffen, ob wir mehr so Info-Videos bringen sollen oder nicht, wie es euch halt am liebsten ist, so werden wir es auf jeden Fall machen. Deswegen schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dass wir wissen, was wir bringen sollen. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende doch mal langsam das Commentary. Ich habe jetzt die 5 Minuten circa voll gelabert. Dann würde ich sagen, 200 Likes, wie gesagt, werden wieder richtig krass. Und schaut auf jeden Fall bei Jax vorbei, macht ihm die 200 Abonnenten voll, weil es wirklich unnormal sickes Gameplay. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Haut da rein.